Und wir sprechen jetzt über eine Tat, nach der Deutschland der Atem stockte. Der gerade erst 19 Jahre alte Marcel Hesse tötet mit dem Messer. Er tötet seinen 9 Jahre alten Nachbarsjungen Jaden und kurz danach auch seinen Bekannten, den 22 Jahre alten Christopher. Ein brutaler Doppelmord. Mein größter Fall, sagt unser Bild-Chefreporter Frank Schneider. Und er hat für Bild jetzt diese beeindruckende Doku gemacht über den Killer von Herne. Mein Name ist Frank Schneider, ich bin seit 28 Jahren Journalist und seit 20 Jahren Chefreporter bei Bild. Ich war immer schon Polizeireporter, war bei vielen Terroranschlägen, schweren Verbrechen und auch bei Amokläufen. Schneider, aber ein Fall, der mich nie losgelassen hat, weil er so sinnlos ist, ist der Fall des Herne-Killers, der 2 Menschen getötet hat. Daraus entwickelte sich einer der spektakulärsten Fahndungen und Kriminalfälle überhaupt, die ich hier erlebt habe. Die Polizei in NRW jagt seit gestern Abend einen mutmaßlichen Kindermörder. Er ist 19 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sehr schlank und trägt vermutlich Tarnkleidung. Was ich mir damals natürlich überhaupt nicht habe vorstellen können, dass einer der spektakulärsten Fälle in meinem Reporterleben werden würde. Insbesondere, weil der Täter hinterher mit seinen Taten im Internet angegeben hat. Er hat Fotos gepostet, er hat neue Taten angekündigt. Hinter dieser Tür von Haus Nummer 30C, dort wurde Jade mit 52 Messerstichen getötet. Marcel Hesse hatte ihn rübergelockt, denn er wohnte direkt hier neben, nur wirklich 20 Schritte entfernt. Morgens hatte ich ihn dann geweckt zur Schule und dann sagte er mir, dass es ihm nicht so gut ginge, dass er Magenschmerzen hat und aufgrund dessen hatte ich den dann auch frühen abends dann auch nicht mitgenommen zum Einkauf. Er sagt, er ist okay, dann warte ich auf dich. Und als wir nach Hause kamen, war er nicht mehr da. Da haben wir dann hinterher gehört, dass der Nachbar dann hier angeschellt hätte und gefragt hätte, ob Jane rüberkommen kann, die Leiter festhalten und die Leiter aufstellen. Ja, wir haben erst gesucht, haben gesehen, dass das Haus komplett erleuchtet war. Ja, und nach dem Erdgeschoss bin ich dann einfach im Keller und habe angefangen, im Keller zu suchen. Eine riesige Blutlache, überall Blut und es lagen Stücke, Teile, wie auch immer man das nennen will. Dann hat er einen Fußmarsch hingelegt. Wir haben Hubschrauber fliegen lassen, Hunde sind eingesetzt worden. Leider haben wir Marcel Hesse nicht mehr erwischt. Er brauchte nur diese 5 bis 6 Kilometer zu einem, ja, Freund will ich gar nicht mal sagen, zu einem Bekannten, den er wohl aus Kollegschulzeiten kannte, den Christopher. Und hat ihm dann wohl die Geschichte erzählt, hör mal, meine Eltern sind umgezogen, ich komme da alles noch nicht so klar, kann ich möglicherweise mal für 2, 3 Tage bei dir übernachten. Ja, und irgendwann ist wahrscheinlich dann dieser Christopher morgens wach geworden und wie junge Menschen das machen, man schaut mal kurz ins Netz und dann sieht er das Foto seines Kumpels Marcel Hesse, der direkt neben ihm noch schläft. Weckt ihn wohl und ja, ich glaube, das war das Todesurteil. Der junge Mann ist sicherlich grausamst gequält worden, also wieder eine widerwärtige Tat, die auch hier passiert ist. Marcel Hesse wurde quer durch die Republik mehr oder weniger verfolgt und er versteckte sich die ganze Zeit in dieser Wohnung. Und am Ende war es dann so, dass er irgendwann keinen Ausweg mehr sah, hat in der Wohnung Feuer gelegt. Nur 200 Meter entfernt vom letzten Tatort ging Marcel Hesse an dem Abend genau dieses Stück hier auf dem Gehweg zu diesem Imbiss hier vorne und stellte sich dort. Er sagte damals zu dem Wirt, ich bin der gesuchte Marcel, rufen Sie die Polizei. 15:33, ich bin da. Es handelt sich definitiv um die gesuchte Person. 7:00 Uhr Tatort, komplett absperren, Schotterband, das übliche Programm. Als dann an diesem Donnerstagabend der erlösende Anruf kam, wir haben ihn und ich glaube, das ganze Präsidium, nicht nur das Präsidium in Bochum, sondern auch Dortmund und auch die Bevölkerung war heilfroh, diesen Menschen gefasst zu haben. Mein größter Fall, sagt also unser Bild-Chefreporter Frank Schneider über diesen Fall, über den Herne-Killer und seine beeindruckende Doku, sehen Sie morgen Abend direkt im Anschluss an Achtung Fahndung hier bei Bild Live um 22 Uhr. Ja.